So, ich bin zurückgekehrt. Weil das Schwein da vorne, siehst du das? Das lebt da so gefährlich. Return of the Jedi, da ist er. Du lebst auch gefährlich. Na, weißt du, wo ich jetzt gespawnt bin? Genau. Ist ja mein Hobby. Aber jetzt wir können das ja auch von außen so ein bisschen, wir können ja auch so ein bisschen in die Schluchten, weil die sind ja jetzt noch so ein bisschen unbegrast und unbegrünt, dass wir da auch noch ein bisschen was reinmachen. Ja, super, wir haben noch einiges an Holz, aber eben kein Eichenholz mehr. Mir hat einer gesagt, wenn man, ich soll einen Tropenbaum quasi in der Mitte von einem Haus machen und dann halt Knochenmehl nehmen, dann hätte ich Spaß und man könnte den quasi, man könnte den hohen Baum dann durch so ein Haus durchfräsen lassen. Wo ist eigentlich der Nils hin? Der steht da nur rum. Alter! Hat ich mich erschrocken? Du Sau. Muss immer bei jemand anderem auf dem Dach machen. Was habe ich gesagt? Achso, ich gehe Bäume jagen, genau. Jagen. Warte mal, ich kümmere mich Bäume jagen. Ja, ich jag immer Bäume, in meiner Freizeit auch. Und Skelette, da oben ist ein Skelett. Das Blöde ist, seit Dalukat mich im Weihnachtsspecial gekillt hat, habe ich keine Rüstung mehr, ey. Das ist zum Kotzen. Das war ja nett von dem. Hättest du doch noch eine machen können. Ich hab's voll verpeilt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo ich das Skelett gesehen hab. Bring dir ein bisschen Eisen, ne? Oh, und ein Creeper! Mei! Dann stirbst du ja gleich bei einem Schlag. Aber wir werden ja voll überrascht. Schlage. Niemandem ist etwas passiert. Ja, blöd, hier sind jetzt Alter, aber, Zombie-Apokalypse, what the fuck? Hier sind jetzt keine Eichenholzbäume, also keine Eichen. Und noch ein paar Sitzdinge, die werde ich jetzt gleich mal ganz kurz... Ey, scheiß Skelett. Das ist ein Creeper, fuck. Fuck. Oh, shit, ich glaube, ich spiele mir den Leibwächter. Okay, das ist halt... Oh Gott, Creeper hinter dir, Achtung. Da wollte ich Bäume jagen, jetzt muss ich Monster jagen, ey. Aber gut, Bäume jagen ist auch eine seltene. Oh, da oben ist eine so. Insel. Frage, wie machen wir das hier? Das ist echt ganz cool. Und viel Holz ist es ja nicht mehr hier. Vor allem ist es hauptsächlich eben kein Eichenholz. Bist du mal nach Hause gelaufen? Ich guck mal, ob ich vielleicht ein bisschen. Also, bisschen wenn ich noch was mitbringen soll, dann müsst ihr es mir jetzt sagen. Eisen. Ja, das habe ich schon eingepackt. Sehr gut. Brauch schon ein bisschen Eisen hier drin. Ah, fuck, Alter! Ich guck mal, ob ich Schweine finde. Oder Kühe. Alter, auf wie hardcore spielen wir denn? Man hat immer sofort wieder Hunger. Darfst halt nicht sprinten. Habe ich nicht. So, wie machen wir das hier eigentlich mit der Treppe? Das ist echt eine gute Flamme. Mit Treppen kennen wir nicht so aus. Genau wie das hier mit dem... Treppen könnt ihr mir überlassen. Okay. Ich wäre für eine Wendeltreppe in der Mitte. Das hat ja, das, das so, ja, irgendwie sowas, was Schickes ja, halt. Ja, außenrum ist schon blöd. Wenn das, ja, und irgendwie, weiß ich nicht. Wie viele Pfeile du drin hast! Da ist, kommt, die läuft auf einmal mit so, läuft auf einmal Winnetou an mir vorbei, So, ja, ich werde hier ganz kurz an der Wand nochmal eben mich hochbauen. Ich hab da eben unsanft auf den Boden der Tatsachen gebracht. Wer war das denn? Ja, echt asozial, also war. Also echt richtig asozial. Geht ja gar nicht. Den armen Jamex da. Ja, echt, hallo? Ja. Nee, aber ich werde jetzt hier Schicht für Schicht den Turm höher bauen noch. Kommt denn hier die ganzen Endermen her, ey? Glück. Enderman. Ich habe jetzt mal alle angeguckt und komme jetzt zu euch gerannt. Nein, Quatsch. Ach so, cool. La, Enderman. Oh, wir sind ja schon an der oberen Decke angekommen hier mit dem Turm. Das ist ja cool. Enderschwein. Ja, echt. Ach, der Film war so scheiße, erinnert mich nicht dran. So kacke. Ach, so war scheiße. Ich fand auch nicht ordentlich. Naja, der Film war kacke, genauso wie es die neuen Simpsons-Folgen alle sind. Nee, finde ich auch nicht. Was? Was, die neuen Simpsons-Folgen sind gut? Wollt ihr mir das erklären? Ja. Ah, ey, das gibt's doch nicht. Ach, bist du auch einer von den Leuten, die immer denken, wenn was irgendwas so neu wird, wie jetzt die neuen Star Wars Filme oder sowas, dass das immer gleich schlecht ist. Bei Star Wars ist das was anderes. Star Wars ist ja nicht scheiße.
Beziehungsweise es hat noch nicht bewiesen, dass es scheiße ist. Die Simpsons haben es aber, weil sie nämlich einfach schlecht geworden sind. Das kannst du nicht anders sagen. Nö, mittlerweile ist Family Guy viel witziger, South Park ist viel witziger und von ihrem alten Humor haben sie nichts mehr übrig bei den Simpsons. Ich finde die immer noch super. Doch. Muss ich ja mal so sagen. Ja, ich hoffe, in den Kommentaren sieht das einer ähnlich. Weil ich bin wirklich verlassen mit dieser Ansicht. Was ein bisschen traurig ist. Das stimmt. Ja, es kommt einfach so, das stimmt. Ja, obwohl, also ich weiß, ich bin bei Simpsons jetzt nicht mehr so drin wie früher, also vor 5 Jahren oder so, da habe ich das schon. Das scheiß Skelett hat mich von dem Ding runtergeschossen. Gemacht. Von den heutigen Folgen kenne ich nicht mehr so viele. Das also war das letzte Mal auch so, war ich gar nicht. Die alten Staffeln habe ich dermaßen gesuchtet, dass ich sie wirklich 1:1 mitsprechen konnte. Ich wollte damit sogar mal zu Wetten, das gehen. Ach echt? Awesome. So, ich kann alle Simpsons-Folgen mitsprechen, oder was? Ja, ja. Das wäre aber eine lange Folge geworden, ey. Scheiße, Assi-Skelett. Wo ist es denn, das Skelett? Ja, ich mach's selber kaputt. So, ich bin zurückgekehrt. Weil das Schwein da vorne, siehst du das? Das lebt da so gefährlich. Return of the Jedi, da ist er. Du lebst auch gefährlich. Na, wirklich? Weißt du, wo ich jetzt gespawnt bin? Alter Mann, ey, warum machst du das? Wieder bist du wieder hier, sag mir mal deinen Tag, ey. Du kannst dich da ganz bestimmt nicht teleportieren oder so. Ja, soweit ist das gar nicht. Doch, da kann man, Minecraft, da kann man sich jetzt im letzten Update teleportieren. Der Daftmel ist doch, Quatsch, der Daftmel, der Quillequall ist doch auch schnell nochmal hier gewesen. Und wisst ihr, wo ich gespawnt bin? In dem kleinen Harry Potter Kämmerchen, weil ich da tatsächlich mal gekämpft habe. Okay, das ist schon los, muss ich jetzt auch zugeben, das ist schon. So, und ihr sammelt jetzt das Fleisch da unten ein, was ich gefarmt habe. Ja, ist damit, okay, ne? Ich sammel alles ein. Die drei Fleisch, die nimmst du, die verschmilzt jetzt nicht. Am Holz holen, oder? Nein, am Fleisch war ich holen. Ich war am Holz holen. Achso. Ja. Ich kann ein paar Eichen, Dinger hier mitnehmen, wenn ich gerade mal hier auf dem Weg bin. Sollte er mal machen? Das wäre ganz gut, ja. Ja, das Problem ist jetzt, mein Inventar ist voll. Ich kann nicht alles mitnehmen. Du da mal drinne. Lauf in den Tappen. Warum liegt deine... Ach, hier, der Eisenrüstung. Warum liegt da eigentlich Stroh auf dem Boden? Aber ich kann das verrottene Fleisch wegschmeißen, das brauchen wir eh nicht. Das kann ich denn noch wegschmeißen. Das hier... Ich hoffe, du hast genug Setzlinge dabei. Die 64 Eichenholz. Nee, ich schmeiß nicht weg, ist gut. Ach, das dachte, du wärst es jetzt. Ist das Quillequalle. Guck mal, sammel mal dem sein Zeug ein, dass es nicht despawnt. Warte, ich habe auch nicht mehr so viel Platz. Ja, tatsächlich, das ist blöd. Aber es war super witzig. Ich hab's leider nicht gesehen. Das Schwein ist immer noch da. Das Schwein hat überlebt und Nils ist gestorben. Ja, ja. Wo ist denn das Schwein? Das ist hier oben. Aber das wer hat jetzt überlebt? Das Schwein oder Nils? Ja, das Schwein, ich bin gestorben. Nils, das Schwein ist gestorben. Nee, das Schwein nicht. Alter. Ja, Entschuldigung, so bin ich. Das stimmt, ja. Danke. Nee, das ist ja auch nicht schlimm, so ein paar Sätze. Der um hier nochmal mein Rage Quit vom letzten Mal zu erklären. Ja. Bemühen uns ja jetzt. Ja, bemühen sind da absolut nicht nötig. Jetzt bin ich, Alter, jetzt mein Inventory voll, ey, jetzt kann ich keine Kohle mitnehmen, jetzt kann ich meiner Sucht gar nicht nachgehen. Welche holt beste Folge ever. Wo ich in den Raum reinkomme und dich da sehe und dann so, guckst auf einmal runter, das war so lustig einfach nur. Geilster Lacher in einem Let's Play von mir ever. Wirklich, lauter gelacht habe ich nie. So lustig einfach nur. Herrlich. Ja, das war echt ganz witzig. Was machst denn du da? Du denkst doch, du lachst manchmal genau alles, was du meinst. Ja, das war super. Ja, ich habe noch nicht mal gesagt, was du tust, aber du wusstest sofort Bescheid.
Ja, hier, ich bin, meiner Sohn, Buchfrön. Doppelbett, Kohle, Doppelbett. Ah, herrlich. Wart ihr eigentlich schon alle im neuen, Hobbit? Ja, sicher. Ja. Ah, Siggi. Ah, wie fandet ihr den? Das kannst aber singen. Ich fand den hammergeil, Junge. Ich fand den auch hammergeil, aber ich hab mir am Ende so richtig schön gedacht, als der Film zu Ende war. Ihr wisst, was ich meine. Fick dich einfach nur. Ach so, ja, stimmt. Ja, das wegen diesem schwulen Cliffhanger, wobei eh jeder weiß, wie das Ding ausgeht, auf diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben. Ja, das war offensichtlich. Oder ist offensichtlich. Aber ja, ich habe ja das Buch gelesen, aber trotzdem, boah! Es waren aber ein Bombenfilm. Super. War echt geil gemacht. Ich fand vor allem in 3D, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel Respekt vor einer 3D-Figur gehabt. Ja, das stimmt. Als vor dem Drachen. Ich hab, also als der das erste Mal um den rum geschlingelt ist da und dann so, ja, ich kann dich riechen. Ja, die, stimmt, schon die gedacht, Stimme von dem war echt unglaublich. Also, im Original ist die, glaube ich, noch besser. Das aber stimmt. Man muss aber schon sagen, also von den, so, ich gehe jetzt erstmal das Schwein töten, die hier deutsche Version von Hobbit und Herr der Ringe, die sind so gut produziert, also die Synchronisation, da können sich andere Produktionen mal echt eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ich find vor allen Dingen gut, hier, wie sie auch Legolas und sowas eingebracht haben. Ich fand diese Kämpfe an diesem Bach so unfassbar geil. Das war super geil, ja. Das da haben sie mega. Aber auch so tief in die Trickkiste gegriffen, wie man nur reingreifen kann, was ja, der da alles für Moves gebracht hat. Ja, aber so einfach, choreografiert. Darauf bin ich echt am wenigsten klargekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hat mir unfassbar Spaß gemacht, diese Szene. Kampftonne! Ja. Ah, herrlich. So. Da bin ich wieder. Ich hab Holz und Fleisch. Und ich brauch Brot, David. Ich hab keins mehr, es liegt in der Truhe. Also ich hab jetzt gar keins mehr. Okay. Und nimm nicht wieder alles raus, so wie sonst immer. Und leg's nicht wieder zurück. So, ich bin schon dabei, hier oben am Berg das Zeug abzubauen. Das wäre ganz gut, wenn du dich dann wirklich um die Treppe kümmern würdest. Ja, ich hatte ja vor, so eine Wendeltreppe in der Mitte hochzubauen. Das Problem ist erstmal, wobei Wendeltreppe in der Mitte, überlege ich gerade, da kannst du schlecht dann Räume von abgrenzen. Wobei doch, lass mir mal Zeit mit der Treppe. Hallo! Aua! Sorry, ich dachte, du wärst ein Baum. Oh nee, wenn ich dir jetzt eine mitgegeben hätte, wärst du bestimmt gestorben. Ja, wahrscheinlich. Ach ja, der hat immer so ein Porno-Schwert. Ja, und ich habe so eine Verzauberung drauf. Einmal schlage, dass du ganz laut wegfliegst. Okay, warte, ich hab hier mal runter, genau. Danke. Duftmel, heiße Angelegenheit. Hier ist ja in der Höhle. Hier heiße wohnt. Warst du mit Jemex im Doppelbett, oder? Ja, in der Kammer, Junge. Wir hatten hier die Höhle gebaut. Was für eine Höhle? Aber hier wohnt übrigens der Creeper. Der Creeper, wo ist der denn? Explodiert jetzt? Bei mir war hier in der Höhle, die ich gerade gefunden habe. Ah, okay. Wo ein Schild vorhängt, hier wohnt der Grinch. Awesome. Okay. So, ja, Treppe ist die Frage. Macht man das jetzt an der Wand entlang und macht das die Räume in die Mitte? Okay, das kannst du ignorieren, ne, was ich da gemacht habe. Ich wollte nur wieder hochkommen. Ja, ich überlege gerade. Mir ist das egal, wie wir das, kannst du gerne selbst entscheiden. Ich will auch nicht alles immer selbst vorgeben oder so, dass bei dem anderen Haus würde ich gerne schon noch ein paar Sachen verwirklichen und sowas, aber hier finde ich, sollte einfach mal jeder auch du, Xardas. Ich bin Holz am Sammeln. Ja, du solltest auch mal ein paar Ideen mit einbringen und so. Aber ich hab doch die Grundidee gebracht. Du Hohlbirne, ey. Ja. Ich hab doch die Grundidee gebracht und den Grundriss gelegt. Die Grundidee gebracht, das reicht doch auch schon. Ja, Junge. Ich hab nicht gesagt, dass es reicht, aber ich bin ja jetzt am Holz sammeln, damit wir überhaupt was bauen können. Ja. Nee, ich hab übrigens noch Sachen von dir. Hast du dir denn jetzt schon eine Rüstung gebaut? Nee, ich hab die Sachen von Nils eingesammelt. Ich hab das meiste sogar, also die wertvollen Sachen hab ich alle jetzt. Ja, ich hab nur noch gebraucht. Bis auf meine Werkzeuge. Also Eisenschwerte, Eisenspitzhacke und Eisenschwert, schuldest du mir. Das ist wohl ein Zeichen. Okay, ja, gebe ich dir. Und Holz. Tue ich übrigens, mal die, der Penis Kiste, in der im Eingang ist nicht beabsichtigt. Das ist mir gerade aufgefallen. Jetzt mach den nicht weg, ich will den auch noch sehen.
Nee, nee. Was sagt ihr denn hier zu Michael Schumacher? Ja, tut mir leid für den, aber wer abseits der Piste fährt, sorry, das, wie bei jedem anderen Menschen auch, halte ich auch für doof. Ich habe mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht informiert. Ich bin auch kein Formel-1-Fan, das heißt, ich kann jetzt gar nicht so eine emotionale Sache sagen. Es tut mir echt leid für den Menschen, also als Mensch, klar, das tut mir total leid für den so. Aber es gibt bestimmt viele, die das haben und da wird auch kein Bericht drüber gemacht, dass ich denen das schon passiert ist. Ich, wie gesagt, tut mir auf jeden Fall leid, das ist bestimmt nicht schön. Ja, es ist ähnlich, finde ich, so ein bisschen so wie die Situation von Paul Walker, wo ich, was mir völlig einfach nur am Arsch vorbeigegangen ist, weil Paul Walker mich einen Scheiß interessiert. Und ich dachte mir, ja, ist mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, da ist mir dann scheißegal, was bei dem passiert, und der ist es selber schuld. So, Michael Schumacher ist es in der Theorie, sage ich mal, auch selber schuld. Aber jetzt kann ich so die Paul Walker-Leute wieder so ein bisschen verstehen und würde mich in Zukunft bei sowas nicht mehr darüber echauffieren, wie ich es im letzten Fall dann getan hatte. Mhm. Weil jetzt halt einfach, ich bin ein riesen Formel-1-Fan, wenn dann so völlig unnötigerweise der Held der Kindheit am Draufgehen ist, dann ist das schon eine miese Sache. Das ist auch scheiße. Wie gesagt, ich halte mich da nicht komplett raus. Ich sage einfach nur, wie gesagt, ich kann über den einfach nicht viel sagen. Ich habe nie Formel 1 geguckt und so. Ich finde das bestimmt, also Rennen fahren und sowas, ich finde das interessant so, aber kann damit einfach nicht so richtig viel anfangen. Aber wie gesagt, schade für den Menschen ist es einfach auch schade und für die Familie und so. Es ist einfach nicht schön, ins neue Jahr so zu gehen und wer weiß, was dabei rauskommt. Ne? So ein Schädeltrauma kann halt Amnesie hervorrufen und alles mögliche. Also das wünsche ich dem auf jeden Fall nicht. Geh nochmal vor, bevor ich mir die Treppe vorknüpfe, ein bisschen Holz sammeln. Oh, ich habe uns wieder gefunden. Wo ist denn eigentlich der Ofen, den ich hier hingestellt habe? Glück gehabt. Ich dachte schon, ich habe mich verlaufen. Ich wollte gerade schon anfangen zu heulen, aber hab's gefunden. Wer hat den Ofen hier weggebaut und sich das Fleisch eingesackt? Du siehst ja auch mal wieder heiß aus mit deinen Pfeilen im Kopf. Dankeschön. Das ist in Mode momentan. Ich leg mal das ganze Holz, das ich gesammelt habe, was hier nicht jetzt so betrachte, gar nicht so viel war, in die Truhe. Wo ist denn das Brot hin? Ah, da. Doch, das geht schon, das ist doch schon ein bisschen. Haben